Herr Bayer, was kann denn ein kleiner oder mittlerer Unternehmer anfangen mit diesem Modell der innenfinanzierten Unternehmenskasse? Welche Vorteile darf er sich denn erwarten? Ja, Thema Innenfinanzierung ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass man Gelder, die für Vorsorgeaufwendung geplant sind, unabhängig ob die Herkunft arbeitnehmerfinanziert oder arbeitgeberfinanziert sind, einfach im Unternehmen belässt und in den Unternehmen investiert, im Unternehmen arbeiten lässt. Genauso ist es natürlich wichtig, Lohn- und Gehaltszahlungen, Sozialversicherungszahlungen, Steuerzahlungen möglichst in geringen Umfang abfließen zu lassen und die ebenfalls im Unternehmen zu halten. Und zum Dritten ist es natürlich wichtig, Steuervorteile, die generierbar sind, Steuervorteile, die mit Aufwendung generierbar sind, die zu keinen Abfluss führen, zu produzieren und für das Unternehmen arbeiten zu lassen. Das sind die drei ganz entscheidenden Dinge, die für mich Innenfinanzierung, strategische Innenfinanzierung bedeuten.